Jeden Winter gehen hunderte Lawinen von Südtirols Bergen ab. Immer schön zur Notruf. Trotz bester Prognosen von Wetter- und Lawinenwarnstufen werden immer wieder Menschen verschüttet. Die meisten Lawinenabgänge finden in den Monaten Dezember bis April statt. Der März ist der lawinenintensivste Monat, dicht gefolgt von Februar und Januar. Die Abgänge mit den meisten Verschütteten finden am Wochenende statt, dann, wenn viele Menschen am Berg unterwegs sind. Auch die Gefahrenstufen schlagen in der Verschütteten-Statistik zu Buche. Bei Lawinenwarnstufe 3 passieren die meisten lebensgefährlichen Unfälle, gefolgt von Warnstufe 2. Diese Warnstufen werden häufig unterschätzt. Die Statistik sagt uns auch etwas über die Häufigkeit von Lawinenabgängen in Bezug zu den Lawinengefahrenstufen an bestimmten Hängen. Die meisten Lawinen gehen bei Lawinengefahrenstufe 3 bei einer Hangneigung zwischen 35 und 40 Grad ab. Wobei in Südtirol fast genauso viele Unfälle in Südhängen wie Nordhängen vorkommen. Lawinen können überall abgehen. Im Hochgebirge gleich wie in Skigebieten. Sie können Wohngebiete und Verkehrs- und Verbindungswege gefährden. Bei einem Lawinenabgang mit Verschütteten zählt jede Sekunde. Daher ist es wichtig, dass die sogenannte Kameradenrettung funktioniert. Das heißt, dass die Begleitpersonen erste Maßnahmen für die Rettung der Verschütteten treffen. Die Überlebenschance für einen Verschütteten liegt in den ersten 18 Minuten bei 90%. Doch die Chancen sinken rapide mit jeder verstrichenen Minute. Zwischen der 18. und 35. Minute sterben 60% aller Ganzverschütteten. Sie ersticken. Nur 30% überleben die ersten 35 Minuten dank einer Atemhöhle. Doch auch sie nutzt nichts, wenn der Verschüttete nach spätestens 1,5 bis 2 Stunden noch immer nicht gerettet ist. So gut die einzelnen Rettungsdienste auch funktionieren und untereinander abgestimmt sind, so schnell ein Notruf auch abgesendet wird. In den meisten Fällen erreicht die Bergrettung die Unfallstelle nach durchschnittlich 35 Minuten. Somit erfolgt die Bergung des Verschütteten durch den Bergrettungsdienst nach etwa 60 Minuten. Für die meisten Verschütteten ist dies allerdings zu spät. Je nach Unfall unterscheidet man bei der Alarmierung der Bergrettungsdienste zwei Prioritäten. Priorität 4a steht für ein Lawinenereignis mit der gesicherten Information, dass Personen verschüttet worden sind. Bei Priorität 4b wissen die Rettungskräfte nicht, ob Personen erfasst wurden. Der Einsatz bei einem Lawinenereignis ist nicht alltäglich und stellt für alle beteiligten Rettungskräfte eine besondere Situation dar. Dieses Lehrvideo zeigt die Standardabläufe und soll dem Einsatzleiter, aber auch allen Helfern als Leitfaden dienen, um in der Hektik und Aufregung in einer solchen Situation den Überblick zu bewahren. Sitzen diese Abläufe, können unsere Bergretter bevorstehenden Einsätzen ruhiger und gelassener begegnen. Bei einem Lawinenabgang mit Priorität 4a werden neben der ortszuständigen Rettungsstelle auch die folgenden Einheiten benachrichtigt. Weitere Bergrettungsstellen gemäß bestehendem Alarmplan.
die Bergrettungslawinenhunde des Bezirkes. Zwei verfügbare Helikopter. Zusätzlich werden gemäß Alarmplan weitere Bergrettungsdienststellen und andere Einheiten, wie zum Beispiel die Feuerwehr, alarmiert. Einsatzleitung Tal. Eine Einsatzleitung Tal wird von der örtlichen Bergrettungsstelle eingerichtet. Sie hat folgende Aufgaben: Die Erfassung der Einsatzkräfte, die Ausrüstungskontrolle und die LVS-Kontrolle aller Retter, die Ausgrenzung und Einteilung der Helikopterlandeplätze, die Organisation und Koordinierung der eigenen und weiterer Rettungskräfte, wie zum Beispiel der Feuerwehr, eine eventuelle Einrichtung von Versorgungsstätten, die Kommunikation mit der Landesnotrufzentrale und den Helikoptern über das Telefon und den Funkkanal 83, die Koordinierung weiterer nachrückender Bergretter sowie die Kommunikation mit der Einsatzleitung Berg über den Bezirkskanal. So werden unnötige Interferenzen vermieden. Und die Koordinierung der Presse und Presseberichte. Einsatzleitung Berg. Parallel zur Einsatzleitung Tal wird eine Einsatzleitung am Unfallort, also am Berg selbst, eingerichtet. Das ist die Einsatzleitung Berg. Der Einsatzleiter und dessen Stellvertreter sollten eine übersichtliche Position auf der Lawine einnehmen. Die Einsatzleitung Berg kommuniziert auf der Lawine über den Funkkanal 85. Sie übernimmt die Entscheidung über die Durchführung oder den Abbruch des Einsatzes aufgrund der Verhältnisse vor Ort. Die Einteilung der Suchabläufe RECO, LVS, Hunde, Oberflächensuche, Sondierkette. Die Koordination und Absprache mit der Einsatzleitung Tal über benötigte Mittel und Retter über den Bezirkskanal. Die Errichtung eines Materialdepots und Ernennung eines Depotleiters. Die richtige Funkdisziplin ist von sehr großer Bedeutung. Auf der Lawine sollte ein zügiges und selbstständiges Arbeiten herrschen. Beim ersten Flug über das Einsatzgebiet verschafft sich der Bergretter zuerst einen Überblick vom Helikopter aus. Er sollte sich folgende Fragen stellen: Besteht die Gefahr einer Nachlawine? Ist ein Einsatz vertretbar? Wie groß ist die Lawine? Wo ist die Lawine? Im Skitourengelände, auf einer Piste, einer Straße oder gar in einem bewohnten Gebiet? Welche Ressourcen sind vorhanden? Welche Tageszeit haben wir? Wie ist das Gelände beschaffen? Bei größeren Lawinen ist eine LVS- bzw. RECO-Suche vom Helikopter aus sinnvoll. Sofern möglich, definiert der Einsatzleiter Berg gleich einen primären Suchbereich. Erfassungspunkt und Verschwindepunkt können nur aufgrund von Zeugenbefragungen festgelegt werden. Ich bin Opa von Zürich und haben weit vor mir zwei Schnellschuhwanderer gesehen. Sie kommen hierher, sicher die Lawine und die Schnellschuhwanderer sehe ich nicht mehr. Zwei sind auch da gewesen, hast du gesagt? Zwei sind da gewesen. Und danach hast du den nicht mehr gesehen? Nein, nicht mehr. Die sind nicht weggegangen? Nein. Okay, dann schauen wir, was mit dem passiert. Landeplatz definieren. Aufgrund der vorhergehenden Entscheidungen bestimmt der Einsatzleiter Berg den Landeplatz für den Helikopter. Er wird unter Berücksichtigung von genügend Abstand von der Lawine und in der windabgewandten Seite errichtet.
Errichten eines Materialdepots. Erreichen die Bergretter den Einsatzort, wird an einer geeigneten Stelle abseits der Lawine ein Materialdepot eingerichtet. Rekko und LVS-Suche. Die Rekko und LVS-Suche wird gestartet. Hundestaffel. Parallel zur Rekko- und LVS-Suche startet auch ein Lawinenhundeführer eine erste Suche. Markierungen und Abgrenzungen. Das Suchgebiet sollte markiert und abgegrenzt werden. Der Lawinenrand wird mit gelben Fähnchen versehen, um im Falle einer längeren Suche den Überblick über die Lawinengröße zu behalten. Die Einfahrtsspur und der Verschwindepunkt werden mit blauen Fähnchen markiert. Oberflächensuche. Bei der Oberflächensuche kämmen die Bergretter und Helfer das Suchgebiet von unten nach oben durch. Gefundene Gegenstände werden der Einsatzleitung mitgeteilt und ebenfalls mit blauen Fähnchen markiert. Sondierkette. Als letzte Möglichkeit kommt die Sondierkette zum Einsatz. Die Sonden werden möglichst in einer Linie platziert. Dabei achtet jeder Bergretter auf die Nachbarsonde. Das Kommando Stich bedeutet sondieren. Die Bergretter bleiben stehen und platzieren die Sonde an der Seilmarkierung des Lawinenkorridors. Der Kettenführer kontrolliert und verbessert eventuell die Linie und gibt das Kommando Schritt. Das bedeutet zur Sonde nachrücken. Ein weiteres Sondieren erfolgt erst bei dem erneuten Kommando Stich. Die sondierten Bereiche werden rot markiert. Wird ein Verschütteter durch die Sonde geortet, beginnen die Retter mit dem Ausschaufeln im Abstand von 1,5 Mal zur Sondiertiefe, um möglichst flach zum Verschütteten zu gelangen. Einsatzabschluss. Auch wenn die verschütteten Personen gefunden, geborgen und abtransportiert sind, bedeutet das noch nicht, dass der Einsatz beendet ist. Folgende Punkte sind zu berücksichtigen. Ist ein sicherer Rückzug der Retter möglich oder ist ein Rücktransport mittels Helikopter notwendig? Wie ist der Abtransport des Materials möglich? Nach der Rückkehr ins Bergrettungslokal muss das Material getrocknet, sortiert und aufgeräumt werden. Einsatzende. Zum Schluss wird der Einsatz dokumentiert und, falls erforderlich, findet eine Nachbesprechung statt. Eine Nachbesprechung ist vor allem bei einem dramatischen Ausgang sinnvoll, um das Erlebte besser verarbeiten zu können.